Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Ich war gerade schon am Überlegen, was ich hier eigentlich spiele. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben. Womit hatte der Koch recht? The pigs had destroyed everything. Okay. Da haben wir wieder ein Schwein und ein... Brauchen wir den? Anscheinend ist der Schädel ja nicht richtig, oder? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nicht offen da hinten. Man kann den auch von der anderen Seite drauflegen, aber ich glaube, das ist hat nichts damit zu tun, nehme ich mal an. So, das Schwein können wir theoretisch mitnehmen. Frage ist nur... Okay, hier hinten ist noch so eine Pflanze. Nehmen wir wohl mal das andere Schweinchen mit. Hallöchen, ich hab dich gesehen. Komm mal mit. Ja. Fein, machst du das ein bisschen schneller? Na komm. The pig devoured the fruit with careless abandon. Ja, ne? Böses Schwein. Aber wir gucken erstmal kurz hier unten. Moment, hier ist noch ein Schwein. Was passiert eigentlich? Das wird mich jetzt mal interessieren. Wenn wir das jetzt da runterschmeißen. Ja, ne? Das ist geil. Das wollte ich wissen, ob das Schwein mit da runterläuft. Das ist geil. Okay. So, wir gucken jetzt erstmal, was ist denn überhaupt alles unten? Da ist ein Rad. Kann man eigentlich, das ist jetzt nur so eine Idee, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Kann man eigentlich, Schweinchen, komm mal her. Kann man das eigentlich irgendwie in das Rad reintun? Nein! Echt jetzt? Okay. Und wenn ich das jetzt aber andersrum haben will? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier unten rein. Ah, den müssen wir ganz sicher mitnehmen. Moment, ich stell den mal eben hier vorne hin. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas anderes ist. Es tut mir auch leid, dass meine Stimme gerade wieder total im Eimer ist. Aber ich bekomme es einfach nicht weg. Ah ja, hier ist noch eine Kiste. So, wenn ich mal zwischendurch etwas länger schlucke, wisst ihr warum? To see hope fade in those you care for. The harder I squeeze, the quicker it slips away. Wollte sie jetzt nicht beim Vorlesen unterbrechen. So, dann nehmen wir das mit. Können das jetzt natürlich gerade nicht da reintun. Holen wir mal das Schweinchen da raus, weil das ist wahrscheinlich sehr... Wenn ich das jetzt rein... Ich könnte es jetzt mal probieren. Wenn ich das jetzt da reinmache... Ah, nee, dann geht's raus. Okay. So, hier. Kannst du haben. Bitteschön. War nur mal ein Versuch, weil ich glaube auch nicht, dass das so gedacht war. Hier war ja sonst nichts anderes mehr. Da war nur die Rutsche. Warum eigentlich eine Rutsche? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich hätte ja einfach hier hoch und runter klettern. Ah. Oh. Okay. Ich glaube, man muss sogar das Schwein da drin benutzen. Damit dann dieses Gegengewicht da ist. Deswegen bleibt das Schwein auch da drin liegen. Fällt einfach tot um. Gut, das wusste ich jetzt noch nicht. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das heißt, wenn man mal sowas hat, dass man gucken muss, dass ein Schwein irgendwo in der Nähe ist. Gut, dann können wir die tauschen. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Stell das doch einfach mal ab, mein Gott. Och, dann stell es halt hier unten ab, wenn du zu doof dazu bist. Komm. So, den nehmen wir nach unten. Das nach oben. Ja, perfekt. Konnten wir hier links noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Da kann man nicht hoch.
Da kann man wahrscheinlich auch nur von oben hin. Ich schaue jetzt mal hier. Oh. The stranger searched Ember's face. Is there hope for me, do you think? Will I make it? Es gibt immer Hoffnung, Kleiner. Es gibt immer Hoffnung. Komm einfach mit. So, ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt mittlerweile haben. Wir müssen anscheinend doch irgendwie hier rum. Ach ja, das haben wir ja frei gemacht. Ja, ja, ja. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken? Hallo, Frosch. The frog seemed nervous, but also relieved to see Ember. They told Ember that the birds had let all the pigs into the orchard and that the pigs had eaten everything. All whilst the birds watched and laughed. Except one precious thing the frog had managed to keep safe. The frog offered the lotus seeds to Ember. Lotussamen. Okay. They pleaded for Ember to take the lotus seeds to their old friend, the cook. Ja, stimmt, der brauchte ja noch eine Zutat. As the frog knew how important good ingredients were in hard times. Ja, genau, gute Zutaten. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Es ist zwar schon wieder 24 Stunden her, dass ich aufgenommen habe. Hier kommt man gar nicht rum. Aber daran kann ich mich noch erinnern, dass der, Inside was a scrap of journal. Less and less grows here. I dare not go in the caves alone. The spiders whisper. Their cobwebs glitter. I am not sure I am ready. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Koch gesagt hatte, wir kommen aber nicht rüber. Doch, da unten ist ein Blatt. Dass er gesagt hat, er wollte noch irgendwie eine spezielle Zutat haben. The stranger spoke. The fog didn't choose me, it just was. I hope it never closes on you, friend. Ja, dann haben wir schon wieder zwei mehr. Hier sehen wir nichts. Dann, achso, nee, wir können mal von hier. Dann ist die Frage. Ja, hüpf. Komm, hallo. Wie lange braucht er denn, um da rüber zu hüpfen? Guckt sich erstmal die Gegend an. Ja, schicke Gegend hier, aber ich hüpfe noch nicht rüber. Nee, von da unten kamen wir. Da denke ich mal, können wir ansonsten auch nicht viel mehr machen. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre ein ziemlich großes Gebiet, aber anscheinend nicht. So. Dann bin ich jetzt am Überlegen. Dann müssen wir hier wieder zurück. Weil hier in dem Bereich können wir nichts mehr machen, soweit ich weiß. Unten den Ember hatten wir ja auch geholt, meine ich. Genau, hier oben sind die... Das ist die Frage. Ich glaube, einer fehlt mir noch, ne? Nein, ich habe alle. Ah! The ghost said, "You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. You have done well to get this far, little one. I will clear the path ahead for you."
You have seen another watching over you. They know the secrets of this place. Seek them out. Die Geheimnisse dieses Ortes. Okay. Schwuppdiwupp. Gehen wir mal da durch. Was sind wir denn hier? Was ist das denn? The painting was the same as Embo had seen before. Okay. Ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Embo shone clearly in the daylight now, their journey ahead. Doch, daran kann ich mich erinnern, dass sie das mal gesagt hat. Oh, da ist einer. The forlorn was cold to the touch, different to the others. The stranger spoke. Thank you for coming to help. I can't let another in right now. Ember shared a moment with the forlorn and hoped they would find what they needed. Hm. Klingt jetzt so, als ob wir das später erst machen können. Oh, da war doch einer. Hallo? Wo bist du hin? Ich kann da tatsächlich schon so. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Da oben sind noch Vögel. Das ist nicht gut. Bleiben wir erstmal hier unten. Gucken wir erstmal hier, was wir machen können. Nicht allzu viel, so wie es aussieht. Wir haben hier eine Froschstatue. Die wir aber nicht da hochheben können, ne? Tja. Gute Frage. Dann müssen wir scheinbar doch zu den Vögeln hoch. Das ist nicht gut. Ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl bei. Ihr seht mich nicht. Well now, we've been looking everywhere for you. Scheiße. Oh, fun, fun, over the wall they goes. Hope you have a good excuse for running off, Scab. Ember's heart sank. Sag die Wahrheit, entschuldige dich. Ember tried to think of an excuse. Save your made-up stories for the Forest King. Oh yes, yes, tell the lies to the king. Ich wollte keine Lügen erzählen, ich wollte mich entschuldigen. Zu dem will ich aber eigentlich nicht. Ember felt nervous standing before the king again. Frustrated, the forest king said, "Poor tired Ember, where did you go? You must rest now." You give false hope. Try and fail and hurt. This is all there is. Ember could feel the Forest King looking right through them. This end, there no more. Why not stop? Let go of this. You must stay, no more foolish hope. Last chance. Take key now. Make sure gates are locked. Let no more in. Let no more out. Schlüssel zum Kreuzungstor. Okay. Ember took the key. What choice did they have?
Yeah, this really is your last chance. Don't betray the Forest King again. Also, ich weiß aber nicht, ob das so viel besser gewesen ist, dann die Wahrheit zu sagen. Also, die können wir immer noch nicht benutzen. Wahrscheinlich werden sie uns nochmal auflesen. The stranger glanced around, speaking in hushed tones. Ja, das you managed wir ja, ne? to slip. I think I'll look for the campfire there too. Good luck to you, stranger. Na, ich meine, das ist das Gleiche, was der schon mal gesagt hat. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir jetzt von hier weg? Können wir jetzt den Aufzug nochmal benutzen oder müssen wir woanders hin? Aber mit dem Aufzug, da war ja jetzt nichts, ne? Da kann man nicht weiter, oder? Bin mir nicht sicher. Unten ist Wasser. Da müssen wir irgendwie auf die andere Seite rüber, aber... Wir können mit dem Ding quasi nur von der anderen Seite aus. Ich muss mal gucken, was hier alles ist. Da können wir so nicht. Da ist hier irgendwas, was man sich holen kann zum Drüberspringen? Oder den Frosch irgendwie ins Wasser tun oder so vielleicht? Dass man da drauf springen kann? Das könnte ich mal versuchen. Weil was anderes kann man hier anscheinend nicht machen. Ah, ja. Ah, okay. Okay. Hier unten ist sonst nichts mehr, so wie es aussieht. Schnappen wir uns eben die Truhe. The Wanderer's Diary. Frogs play at the feet of fallen statues. Simple, splashy, happy little hoppers. They seem content in the home they've made. Okay. Also ich denke mal, dass das auch tatsächlich das Einzige ist, was man hier überhaupt machen kann. Ich weiß aber nicht, wie man bei den Vögeln jetzt dann weiterkommt. Oder müssen wir den ganzen Weg dann wieder zurückgehen? Wir hatten aber, glaube ich, nirgendwo... Oder hatten wir ein Schloss? Ich bin mir nicht sicher. Wir hatten... Also im Endeffekt haben wir jetzt hier nur noch einen Schlüssel drin. Das heißt, jedes Mal, wenn wir was aufgeschlossen haben, haben wir definitiv einen Schlüssel benutzt. Ach, Moment, hier. The crossroads gate was locked. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. Perfekt. Ja, jetzt kommen wir weiter. Okay. Muss der runter? Ne, muss nur zur Seite, ne? Nehme ich mal an. Gut. Wo sind wir denn hier? Können wir nur da rein? Eagerly, Ember left the birds behind, glad to be free. Na, sag das nicht zu früh. Was ist denn das für eine Höhle? Kann man da rein? Hier komme ich nicht rum, ne? Da kann ich auch nichts machen. Da muss ich von der anderen Seite aus. Wo bleibst du? The traveler whispered. Used to be a river all round here. Watch the birds build the dam night and day. Took them forever. They had no clue what they were doing. Und die Armen. It was hilarious. No. Der ist ja gemein. It was a dock, but the water wasn't high enough to use it. Achso, Moment, da hinten kann ich. Da kann ich runter. Krabben sind hier auch, okay. Hallöchen. Und die hauen schon wieder ab. Hier komme ich nicht weiter rum.
Mal schauen. Ember was at the entrance to a dark cave. The smell of stale water oozed out, like it had once been flooded, but now was bone dry. Also, auch aufgrund dessen, was wir vorher gehört haben, ich gehe mal davon aus, dass wir das hier alles überfluten müssen, durchfluten müssen. Überfluten? Überfluten. Können wir hier irgendwas machen? Was war das? Hä? Wenn ich nach unten laufe, dann zeigt er mir nach rechts an. Irgendwie ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Aber anscheinend kann man da nichts machen. Nein, du sollst dahin gehen, wo ich ihn zeige. So. Was ist hier? Sind wieder Krabben, aber die wollen mir nicht helfen. Na gut. Kann man hier durch? Auch nicht. Da kann man hoch. Hier hinten wahrscheinlich ist wieder nichts, ne? Nee. Dann gehen wir mal hoch. Ach du Schande. Okay, sieht so ein bisschen Indiana Jones... Achso, ich kann ja die Perspektive wieder nicht ändern. Sieht so ein bisschen Indiana Jones-mäßig aus. Was ist das denn? It was a Gordian knot. Impossible to untie. Ember needed something sharp to cut it. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie ein Messer finden oder so. Oder vielleicht hier so eine Krabbe. Mal um eine... Um eine Zange erleichtern hier, um einen so eine Schere erleichtern. Oh, da ist einer. The Forlorn was not the same as the others, flinching at Ember's approach. The stranger spoke. I don't want your help. I'm not ready to let go of how I'm feeling. With regret, Ember moved on. Kann man mit den allen vielleicht nur dann sprechen, wenn man das überflutet hat oder so? Was mit dir? Excitedly, the stranger said, "Look, it's Iron Claw." Ah. Friend, this crab is the terror of the marsh. Together we can trap him. I've got a plan. Been waiting for someone to help. Okay. You help me, and I'll help you. Try lowering the crab over here with the chum in that bucket. Okay. Das ist noch eine Wippe, sehe ich gerade. Die ist aber natürlich falsch rum. Moment, was ist das? Okay. Warum ist da unten Punkt? Ich weiß es nicht. Ui. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr, wo wir hin können. Dann machen wir erstmal das. Oder vielleicht auch nur das. Ich denke, das hier ist die Falle. Muss ich ihn aber scheinbar erstmal anlocken. Ah, der dreht sich. Nee, oder? Ach du Schande. Der dreht sich und geht dann immer nur dahin, bis wo der das sieht. Das ist ja blöd. Dann vermute ich mal, dass man das hier macht. Ach, da ist auch noch eine Truhe drin, sehe ich gerade. Ja, da müssen wir ja darum. Müssen darum. Ist die Frage. Müssen wir dann dahin? Ah, dann dreht er sich ganz runter. Ah, das ist doof. Okay, Sackgasse. He's not got eyes in the back of his head. Ja, ja, ich glaube, ich habe es auf jeden Fall verstanden, wie es gehen soll. Kommt der? Ja, der kommt, wenn ich das direkt mache. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall so... Eventuell dreht er sich zumindest richtig rum. Da auch. Jetzt sag mir bitte, er geht nach oben.
Ah ja, perfekt. Und jetzt sag mir bitte, da dreht er sich nach rechts. Oh ja, gut. Sehr schön. Ach, da war die Rampe ja direkt. Stimmt ja. Ja, cool. Ah, Moment, dann kann ich jetzt mit der Rampe aber, bevor ich jetzt mit ihr spreche, kann ich jetzt rüber, ne? Ja, sehr geil. Dann kann ich auch die Truhe nehmen. Ember found the Wanderer's Diary. The earth resists my wishes. The Lanthorn will not answer when I blow. I must be rid of it. I hide the wretched instrument deep in a riddle. Okay, ich denke mal, sonst kann man hier wohl nichts... Oh, ich kann da reingehen, aber... Ich kann da nicht wirklich was machen. Okay. Crab is all yours. Didn't plan any further than this. Look at that claw, though, friend. Could do some real damage. Okay, das heißt, wir müssen die jetzt mitnehmen. Ich dachte, wir könnten dem einfach die Schere abluchsen. Aber gut, dann müssen wir den ganzen Weg über hier schleppen. Wo war denn das jetzt? Hier unten, ne? Ja, genau. Und dann darüber. Oh, lauf. Komm. Hilfe. Okay, er ist irgendwo... Hat das Zeitliche gesegnet. Keine Ahnung. Ach, hier können wir nochmal hoch. Okay, wir müssen wahrscheinlich ja da hinten unten weitermachen, dass wir... Oh, Moment. Ah, das ist eine Abkürzung. Sehr geil. Dann haben wir das auch schon mal gefunden. Sehr schön. Okay, hier hinten ist wahrscheinlich nichts mehr. No, nee. Dann... Machen wir mal hier. Hier ist auch nichts. Da können wir noch hoch. Aber da können wir sonst nichts machen. Moment, das ist irgendwie verbunden... Moment. Ah. Das hat mit oben gar nichts zu tun. Das hat mit dem Aufzug unten zu tun. Okay. Dann müssen wir da erstmal rein. Kann ich da hinten noch irgendwas? Da komme ich gar nicht rüber, ne? Ich kann aber auch noch ganz oben fahren. Ich sehe nämlich gerade, da ist noch eine Truhe. Ja, Ember uncovered a journal entry. I dock my boat at the final harbor. Soft drips drip dripping over slick black rock. Something hisses from the dark. Okay. Ich finde das so eine geile Mechanik irgendwie mit diesen Ding hier. Kann man da irgendwas machen? Nee, da kommt man nicht rüber. Ember thought of the pigs from the marsh. Someone had tightly sealed the dam's mouth. Ach, das ist der Damm. Ember wondered what secrets it might spill. Ja, was wohl? Wasser nehme ich mal an, ne, wenn das ein Damm ist. Ja, cool. Dann müssen wir mal schauen. Moment. Den können wir... Erstmal bewegen. Können wir dann nach ganz unten noch? Ja, das sieht gut aus. Ah, das ist eine Truhe. Hidden away was a scrap of journal. The snake is drawn to the light. They are not so fearsome after all. I think they mean no harm. Das heißt, hier kommen wir wahrscheinlich, ja, da kommen wir dann nicht mehr weiter. Okay, dann... Jetzt muss ich mal schauen. Komm ich da ganz hoch? Ah, nicht ganz. Mal rüber. Das ist die Frage. Wahrscheinlich müssen wir hoch, denke ich mal. Können wir denn hier... Ah ja, gut. Perspektive wechselt direkt. Sehr schön. Manchmal ist es ja auch ganz gut mit der Perspektive, mit dem Wechseln. Da kommen wir wieder nur runter. Das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ich hoffe, der fährt nicht nach oben.
Das ist doof. Ich dachte, der fährt nach oben. Was mit dir? The stranger pondered. I just wanted to fix things. Das ist schön. To help get the water flowing again. Das ist sehr edel. But I have absolutely no idea what I'm doing. Das ist scheiße. heißt das, es liegt jetzt an mir? Oh, was ist das hier? Was war es zum... Ah, okay. The bellows breathed life into the fire beneath the boiler. But it would take more air to fully stoke the fire. Okay. Ach, das ist ein Schweinchenkopf. Hier ist eine Treppe, habe ich gerade gesehen. Das Feuer. Oh, das können wir mitnehmen. Wahrscheinlich dafür, ne? Achso, ich kann das drehen, ohne dass es angezeigt wird. Das ist immer gut. So, hat der... Ja, hat der. Ah, okay. Oh, that did something. I think there's one more of those valve things. Ja, schauen wir doch mal. Was ein bisschen komisch ist, dass da oben die ganze Luft rauskommt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das können wir... Ah, ich verstehe. Wenn wir das drehen können, dann kommt da sicher eine Treppe, oder? Nee, ich will das nicht. Ich will das nur drehen. Wäre nur schön, wenn man hier auch mal drehen könnte. So. Ja. Ja, ja. Wenn man es einmal gesehen hat und das dann danach nochmal machen muss, dann ist es natürlich nicht so schwer, ne? Okay, das heißt, das ist dann hierfür. So. Und bewirkt was? Gar nichts. Ach so. Okay. Ja, ich verstehe. Nein, geh nur mal rein. Oder auch nicht. Ah doch. Ich hätte nur rausgehen müssen. Okay. I can't believe you did it. Ach, das war's schon? I hope we don't get in trouble for this. Warum sollte man Ärger bekommen, wenn man was repariert? What a satisfying rush. Super. The damn waters burst. Achso. Sag doch einer, dass ich drücken muss. Ah. Ich beobachte so schön, wie das Wasser da durchgeht. So, darf ich mich? Ja, jetzt darf ich endlich. Ja, ich denke mal, Ärger kann ich nur von den Vögeln bekommen und von denen kriege ich sowieso immer, immer Vögeln, genau. Immer Probleme. Also Ärger, nicht Probleme. Hier unten war, nee, da war nichts mehr, können wir nur noch hoch. Das heißt, da die so schön da gestanden hat, denke ich mal, müssen wir jetzt mit der Rutsche runter. Hoffe ich, glaube ich. With everything flooded again. Amber wondered if now they could reach the entrance of the cave. Ach ja, wo wir reingekommen sind, ne? No, oh, der Arm ist voll im Schlamm gelandet. Okay. Ich dachte, jetzt erkennen die mich nicht mehr mit dem ganzen Schlamm, aber... Was ist denn das große Ding hier? Kann man da nichts machen? So, ich glaube, das mit dem Boot, das war... Können wir dich vielleicht nochmal ansprechen? Machst du dann was anderes? The Forlorn was not the same as the others. Flinching, the stranger spoke, ja, not ready to Hilfe let go nicht. Of how I'm ja, feeling. Ja. With regret, Schade. Amber moved on. Ja, ich dachte, eventuell kann man dann danach nochmal mit ihm sprechen, so, hey, das Wasser ist jetzt wieder da, sei nicht so depressiv, komm mit, so ungefähr. Aber offenbar nicht. Moment, nee, hier war was anderes. Wo war das mit der Krabbe? Wo war denn der Eingang, wo wir herkamen? Eigentlich war das hier, oder? Oh Gott. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich rauskomme. Ach so, doch, Moment. Hier haben wir doch eine Abkürzung gemacht, ne? War das hier? Ja. Perfekt. Oh.
freed from the mud, the boat looked inviting. Das Boot hat auch vorher schon einladend ausgesehen, aber man durfte es ja nicht benutzen. Ja, ich würde allerdings sagen, bevor wir jetzt hier in dieses Bötchen reinsteigen, ich weiß zwar nicht, was noch kommt, aber dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.